Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Slay the Spire. Diesmal nehmen wir nochmal den Ironclad, nächstes Mal ist dann wieder die Jägerin dran. The Silent. Ja, dann starten wir doch mal und ich muss kurz ab noch was sagen zu dem Bosskampf letztes Mal. Ich hab nicht genau aufgepasst, ich bin dazu unbedarft dran gegangen, weil ich mir auch gedacht habe, boah, wir haben so coole passive Sachen, wir kriegen Blocken automatisch und auch wenn wir angegriffen werden, wir haben Angriffe, die uns heilen, wir haben so viel mehr Lebenspunkte bekommen dauerhaft, das sollte doch kein Problem sein. Aber naja, wie sich herausgestellt hat, hat der Boss einen ziemlich miesen rechten Haken und er klaut uns auch noch die Zeit, aber jetzt weiß ich zumindest in Zukunft Bescheid. Bin ich mal gespannt, was es da noch für Bosse gibt. Also am Ende des dritten Levels. Aber reden wir erstmal wieder mit dem Wal. So, was haben wir denn hier? Obtain a random rare card. Obtain 100 Gold. Lose 8 Max. Nee, garantiert nicht. Lose your starting relic. Ja, das war. Nee, die Heilung gebe ich auch nicht her. Also, was nehmen wir denn? 100 Gold oder eine zufällige Rare Card? Ah. Dann hätten wir auf jeden Fall schon 199 Gold. Damit könnte man schon arbeiten. Und mit dem Gold können wir uns auch eher eine bestimmte Karte aussuchen. Wir könnten jetzt natürlich auch irgendeine Karte bekommen, die totaler Mist ist. Die wir gar nicht haben wollen. Bin ein bisschen unentschlossen. Risiko oder Sicherheit? An Gold kommen wir eigentlich auch relativ gut ran. Random Rare Card ist halt, ja, das ist schon seltener. Ne, probieren wir mal Random Rare Card, mal gucken, was wir bekommen. Demon Form, at the start of, ja, genau. At the start of each turn, gain 2 Strengths. Aha, das geht diesmal also in die Richtung Stärke, kostet aber ganze 3 Energie. Die ist schon teuer, aber damit kann man durchaus arbeiten. So, was ist denn jetzt hier der Plan? Der Plan ist, Shop können wir uns erstmal sparen. Kämpfe. Das hier könnte schon, das könnte interessant werden, aber... Ah, da haben wir auch noch ein Elite. Ja, dann würde ich doch mal sagen... Ich glaube, der Weg ist besser. Ja, sind wieder viele Events, meine Freunde halt. Aber wir haben vor ihm nochmal ein Lagerfeuer. Das heißt, wenn wir hier noch mehr Kämpfe bekommen vor dem Elite, dann können wir uns da nochmal ausruhen und heilen. Hier hingegen ist die Sache, das sind schon 3 Kämpfe Minimum und dann noch 2 Events, die auch ein Kampf sein können. Ja, den Weg auf keinen Fall. Und hier kommen auch sehr viele normale Gegner, aber ich möchte doch gerade am Anfang mal zu einem Elite, weil die noch relativ machbar sind. Dann starten wir doch mal ganz rechts. Mal wieder ein Kultist. Du willst dich buffen, das heißt, wir gehen dir erstmal voll auf die Nase. So, Bash hätten wir. Er will angreifen für 6. Wir heilen uns für 6, das heißt, ich hau jetzt einfach drauf und hoffe, wir können ihn in der nächsten Runde erledigen. Ah, wenn wir 3-mal Strike bekommen würden, dann könnte das schon, ja, 2-mal, Strike, nochmal Strike und, ja, spielen wir halt einmal Defend. Dann haben wir halt insgesamt 10 Schadenspunkte von ihm bekommen. 6 können wir heilen. Ja, das liegt alles noch im Rahmen. Das ist alles noch ganz easy hier am Anfang. 20 Gold, Stärke Potion sogar. Ah, das Spiel will mir also Stärke aufdrücken, wie scheint. Spot Weakness. If an enemy intends to attack, gain 3 Strengths. Ah, ja, das wäre auch wieder so eine Stärkekarte. Intimidate. Das ist durchaus auch nicht so schlecht. Vor allem kostet die Karte nicht. Thunderclap. Vulnerable. Wir haben noch keine. Ja.
Was machen wir denn hier? Ich habe mir auch überlegt, was die Karten angeht. Ich möchte von jeder Karte nicht mehr als 2 Exemplare, wenn es möglich ist. Und ich versuche mal den Kartenpool ein bisschen kleiner zu halten. So unter 30 Karten vielleicht, 25. Dann bekommen wir auch eher die Karten, die wir auch in der passenden Situation dann brauchen. Und dann läuft das nicht wie letztes Mal, wo ich ständig da auf den AOE gewartet habe und er nie kam. Ja, aber was nehmen wir denn jetzt? Intimidate. Das wäre... drei Stärke. Haben wir die... Bleibt die Stärke dann dauerhaft? Ich nehme mal Spot Weakness. Wir haben jetzt schon ein paar Stärke-Sachen bekommen. Dann gehen wir doch mal so ein bisschen in die Richtung. So, nächster Kampf. Nicht lange rumtrödeln. Ihr könnt euch wieder Block geben. Bedeutet das denn, man bekommt immer 2 Stärke mehr pro Runde oder halt verschwinden diese 2 Stärke nach einer Runde? Das ist halt die Frage. Spot Weakness wäre gar nicht mal so schlecht, genau. Dann haben wir schon 3 Stärke und dann spiele ich einmal Defend, ja, zweimal Defend dann halt. Da hatten wir noch einen Energiepunkt über. Mal schauen, die Stärke bleibt. Okay. Das ist ja schon mal echt nett. Das heißt, wir können jetzt, das macht sogar 6 Schaden. Dich können wir rausnehmen. Nein, können wir nicht. Okay. Das heißt, ich werde jetzt... Ja, komm, spielen wir nochmal zweimal Defend. Dann dauert der Kampf ein bisschen länger. Aber wir bekommen auch weniger Schaden. Wenn wir es jetzt dabei belassen können mit 74 HP, dann können wir uns wieder hochheilen. So. Spot Weakness. Wir kriegen sogar die Stärke schon am Anfang. Das ist gar nicht mal so dumm. Das ist echt... Das könnte richtig gut werden. So, wir können dich angreifen. Greifen wir dich nochmal an. Da hast du noch... Ah, verdammt, er hat noch einen Lebenspunkt. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Mein Fehler. Aber spielen wir mal ein bisschen mit der Stärke rum. Sah ja am Anfang schon ganz gut aus, dass wir so viele Sachen bekommen haben. Die Stärke-Potion bleibt wahrscheinlich... Ja, bleibt nur für den Kampf, ne? Ja, sehr wahrscheinlich. So, das ist jetzt aber... Das ist jetzt aber 14. Okay, wir schalten dich definitiv aus. Den Rest können wir uns sparen. In dem Zug. Das wäre halt nur wirklich blöd, wenn wir auf einen Gegner treffen, die uns unsere Stärke wieder wegnehmen. Regen Potion. Gerne doch. Neue Karte. Body Slam. Deal Damage. Ah, nein, wir haben noch nicht so viel Block. Reckless Charge. Ich glaube, ich nehme Whirlwind. Whirlwind. Immer doch her damit. Ja, jetzt haben wir ein paar Mal gekämpft. Dann würde ich doch sagen, wir nehmen mal das erste Event mit. Und schauen mal, was kommt. Match and Keep. Oh nein. Bin ja so gut da drin. So. Deck of All Trades. Doubt. Das passt. Verdammt. Muss man denn immer richtig liegen? Ah, ich durchschaue das noch nicht so richtig. Wing Statue. Nee, brauchen wir nicht. Schade. Sieht momentan ein bisschen mager aus mit so Sachen, die es hier gibt, aber da hinten kommt noch ein Shop nach dem Elite. Da kommt sogar noch ein Elite, danach aber ein Lager. Da kommt noch ein Elite. Ich glaube, mal gucken, wie es läuft bei den Elite-Gegnern. Wenn wir da relativ gut durchkommen, dann würde ich sagen, nehmen wir die alle 3 mit. Demon Form. Du willst angreifen. Das finde ich ja schon mal... Ah ja, für Demon Form ist halt so eine Sache. Da bräuchten wir am besten noch...
ein, zwei Energie oder wir spielen die halt in einer Runde in dem Zug, wo der Gegner nicht angreift. Daubt haben wir hier jetzt. Am Rundenende bekommen wir einmal Weak. Aha, okay, was machen wir denn? Fünfmal, das wären 15. Ja, Whirlwind. Also Whirlwind macht, kann durchaus, durchaus auch gegen einzelne Gegner Sinn machen. Definitiv. Jetzt stellt euch mal Stärke in Kombination mit Whirlwind vor. Spot Weakness, ja, durchaus. Das ist beides sehr verlockend, aber Spot Weakness nehmen wir mal. Und zweimal Defend. Dann können wir nämlich mit ein bisschen Glück am Lagerfeuer eine Karte aufwerten. Willst für 10 angreifen, okay. Brutality. Ist auch eine nette Karte. Moment, die haben wir doch noch gar nicht bekommen. Ich bin jetzt total verwirrt. Irgendwas ist hier komisch. Ja, du willst halt angreifen. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen doof. Bleibt uns aber nichts anderes übrig als hier. Obwohl, das reicht. Perfekt. So, wieder um 6 geheilt. Bisschen Gold bekommen, neue Karte. Gain 7 Block, exhaust a random card in your hand. Nee, weiß ich nicht. Bin ich irgendwie ein bisschen überflüssig, die Karte. Da gibt es bessere Blockkarten. Dafür, dass die, wenn die 0 Energie kosten würde, dann würde ich vielleicht dazu tendieren. Aber so... Corruption ist auch sehr teuer und macht in dem Moment, also jetzt sowieso noch gar keinen Sinn. Dual Wield. Ja, copy of an attack or power card in your hand. Ich nehme das mal mit, das klingt auch ganz gut. Dann gehen wir doch jetzt mal zum Lagerfeuer. Dann können wir auch gleich eine Karte aufwerten. Das ist so super mit der Klasse hier. Was macht denn Demon Form? Das wären dann sogar 3 Stärke. Spot Weakness, das wären 4 Stärke. Finde ich jetzt nicht so toll, das Upgrade. Dual Wield. 2 Kopien. Ja, es ist okay. Ist jetzt noch nicht so sinnvoll, wie ich finde. Einfach, weil wir haben noch zu wenig Energie. Hätten wir so 4 oder 5 in der Runde, wäre das schon Gedanke wert. 3 Vulnerable, das ist natürlich relativ mächtig. Das wären dann sogar 8, aber das wäre eine Option, wenn wir mehr Energie hätten. Brutality. Innate. Achso, das bekommt man dann. Ja, das ist gar nicht mal. Was machst du? Was ist weniger? Was nehme ich denn? Demon Form ist jetzt eher noch sehr situationsbedingt. Ich glaube, so allgemein würde ich mal sagen, Bash ist schon ziemlich stark. Gerade am Anfang. Vor allen Dingen für 3 Runden verwundbar bekommen. Und ja, wenn wir mehr Energie hätten, hätte ich vielleicht die Dämonenform aufgewertet. Aber dann gehen wir jetzt mal zum Elite. Ach ihr. Sentries. Okay. Ja, das ist jetzt überhaupt... nicht sinnvoll irgendwie. Greif mal die Sentry an, die am wenigsten Lebenspunkte hat. Oder ich hätte die angreifen können, dann hätten wir die in der nächsten Runde vielleicht ausschalten. Möglicherweise ausschalten können, aber Dazed, ja, die müssen wir hier auch schnell erledigen. Wir haben ja schon AOE-Karte. Das ist nicht dumm. Whirlwind haben wir hier. Demon Form. Oh Gott, ihr wollt alle angreifen. Das wären 5x3, das wären 15. Es wird nicht reichen. Das ist ein bisschen blöd. Und ansonsten. Ich glaube, ich muss jetzt mal hier
die Fans spielen. Und ja, spielen wir Whirlwind, was soll's. Macht zwar an allen nur 5 Schaden, aber... Ah, das tut jetzt schon ein bisschen weh. Aber wir sollten jetzt eine Sentry auf jeden Fall erledigen können. Doubt. Ach, das ist ja... Da, wir haben ein bisschen so Mixkarten hier gerade. Das ist halt... ja komm, ich nehme mal Brutality und einmal Defend. Ja, und Body Slam können wir auch noch spielen. Mal gucken, ob ich das mit Stärke, mit einem Stärkebild hinbekomme irgendwie. Ungefähr für den Anfang. Mal schauen. Aha, jetzt sind schon 4 Days-Karten. Na toll. Aha. Ja, aber das war gar nicht mal so schlecht mit einer Karte mehr, glaube ich. Moment. So. Dann machen wir das mal so. Und ja, den einen können wir ja mit Bash ausschalten. Und ja, okay, können wir nicht mehr blocken. Ah, verdammt. Verdammt. Ich will jetzt noch keine Potion nehmen. Dreimal Strike, Dual Wield. ja, ne? Also. Wir machen zu viel Schaden und ich bekomme zu viel Mist. Und durch diesen ganzen. Sind das Buffs, Debuffs? Bekommen wir immer mehr Dazed-Karten ins Deck. Whirlwind ist ja nett und so, aber das passt an der Stelle eher nicht. Ja, blocken spiele ich jetzt auf jeden Fall und du bist jetzt tot. Immerhin. Dann kriegen wir nochmal 3 Schaden. Oh, ja, ich glaube, die nächsten Elite können wir uns dann sparen. Ich werde mich auf jeden Fall dann am Lagerfeuer halten. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir das hier noch überleben werden. Body Slam. Das ist halt. Ja. Toll. 3. Bringt jetzt auch nichts. Das ist kniffliger als. Das ist gerade kniffliger als ich dachte. 8 Schaden. Können wir dich denn jetzt mal 8, 16, 24? Nein, können wir immer noch nicht. Aber ich hau jetzt hier drauf. So. Aber in der nächsten Runde bist du doch wohl tot, oder? Aua. Da haben wir noch 10% der Lebenspunkte. Jetzt noch nicht mal mehr 10%. Bash und Strike, ja. Hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt. 33 Golden Anker. Start each Comet with 10 Block. Ja, das ist doch... Der Anker war, hat letztes Mal gut geholfen. Was haben wir denn jetzt hier? Reckless Charge. Kostet halt nichts, aber Vulnerable will ich überhaupt nicht bekommen. Auch nicht für eine Runde. Wohl, naja, wenn der Gegner in der Runde nicht angreift, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Twin Strike. Wäre halt 5 Schaden. 2-mal. Ja, durch die Dämonenform, die 3 Energie schon kostet. Ich nehme jetzt diesmal Reckless Charge. Auf zum Shop. Was hast du denn im Angebot? Was ist das denn? Varia. At the start of each combat, gain 1 strength. Das klingt durchaus interessant. Aber 1 Stärke. Bei jedem Kampf, ja, aber 1 Stärke für 155 Gold ist jetzt irgendwie nicht so der super Deal. Whenever you lose HP from a card, gain 1 strength. Das wäre auch eine super Kombination. Allerdings, ich habe das Gefühl, ich verzettel mich so langsam in lauter Karten, die irgendeine Synergie haben, aber ich kriege nie die passenden Karten auf die Hand. Deswegen ist das ein bisschen dumm. True Grit, Warcry, nee, Thunderclap, Heal for... HP Exhaust. Das könnte man theoretisch in jedem Kampf benutzen, aber
4 HP, ich weiß ja nicht. Also die Karten gefallen mir hier alle nicht so wirklich. Und eine Potion. Nee, Poison. Ich würde mal sagen, ich hatte ja sowieso vor Richtung Bandage Up ist schon auch nicht so blöd, aber 4 HP können schon den Unterschied ausmachen. Aber generell möchte ich ja Gegner schnell erledigen. Let's start of each combat, gain one strength. Ja. Das oder Bandage Up, aber viel, ne, ich glaube Schaden. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir nehmen mal hier dieses Relikt. Und gehen weiter. Und ja, diesmal nicht zu dem Elite, sondern zu der Kiste. Dann zum nächsten Laden und wir haben ja, na, 22 Gold. Ist jetzt nicht so der Brüller. Vielleicht kriegen wir hier ja noch Gold. Hoffentlich ist es kein Kampf. Was bekommen wir? 25 Gold immerhin. Redstone up und pick up. Upgrade to random attacks. Strike und Whirlwind. Das ist doch schon mal klasse. Ja, das nehme ich definitiv. 47 Gold. Können wir vielleicht eine Karte kaufen, die im Angebot ist. Und was haben wir hier? Searing Blow. Deal 12 Damage. Can be upgraded any number of times. Wäre denn hier noch gewesen? Anger wäre noch eine Option gewesen. Inflame. Wegen Stärke. Mind Blast, das scheint ja auch krass zu sein. Deal Damage equal to the number of cards in your draw pile. Ja, je mehr Karten, desto stärker ist diese Attacke, aber trotzdem, auch mit wenigen Karten im Draw Pile macht das schon mächtig viel Schaden. Ich nehme einmal Searing Blow, das können wir beliebig aufwerten, kostet zwar 2 Energie. Aber das ist doch mal ganz okay. Was haben wir hier? Bitte kein Kampf. Ein Kampf. Okay. Brutality spiele ich auf keinen Fall. Whirlwind, ja. Wäre durchaus. Ich würde sogar sagen, wir spielen mal Whirlwind und dann verdoppeln wir. Whirlwind. Das heißt, die Karte bleibt dann auch bis zum Ende des Kampfes im Deck. Würde ich mal so drauf tippen. Brutality kannst du behalten. Rail. Wir haben weniger Block. 16. Es könnte diesmal ziemlich kurz werden. Oh nein. Nein. Können wir dich noch zum Teilen zwingen? Ich hau jetzt einfach drauf. Moment, du müsstest dich jetzt ja teilen. Ja, genau. Nochmal Schwein gehabt. Du willst angreifen. Das heißt, ich will dich schon so schnell wie möglich ausschalten. Wir müssen jetzt hier voll auf Attacke gehen. 6 und... Ja, Strike. Gut. Sieht mir schon etwas zu knapp für den Anfang. Frail macht uns momentan nicht so viel aus. Spot Weakness. Okay. Body Slam, Bash, 11. Ja, ich glaube, Bash und Strike müssten doch eigentlich reichen. Ich dachte gerade, da stand 7, bevor das aufgewertet wurde. 18 Gold, Elixier nehme ich. Eine neue Karte. Body Slam, nein. Flame Barrier. Flame Barrier ist auch nett. Headbutt. Ich nehme Flame Barrier. Kostet zwar auch 2 Energie, aber ich spekuliere darauf, dass wir irgendwann wieder was bekommen, wodurch wir 4 Energie haben. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Auf jeden Fall. Das ist ja jetzt eine blöde Strecke. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir können zum Event gehen. Dann zum Gegner, dann zum nächsten Event und dann zum Lagerfeuer. Wir können natürlich auch da lang. Ich glaube, wir müssen. Ja, wir können jetzt leider nicht zum Lagerfeuer. Ich glaube, wir müssen hier lang. Das scheint der beste Weg zu sein, wenn da nicht noch ein Kampf kommt. Und
Lab. Einsam Potions. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. You find yourself in a room filled with racks of test tubes, beakers, flasks, forceps, pinch clamps, steering rods, tongs, goggles, funnels, pipettes, cylinders, condensers and even a rare spiral tube of glass. Why do you know the name of all these tools? It doesn't matter, you take a look around. Find some potions. Huch, das ist ja eine Swift Potion, aber... Ja, okay, ich hätte natürlich auch das Elixier spielen. Cardraw braucht... Das brauchen wir alles nicht. Cardraw wäre eine Option, wenn... wir mehr Energie hätten, dann ja, aber so, nee. Bitte lass es einen einfachen Gegner sein. Ach, das ist nur so ein Dieb. Auch nur einer. Du willst aber schon 10 Schaden machen. Ja, aber wir haben sowieso schon mal Block. Das heißt, ich gebe dir jetzt auf die Nuss. Ich hätte auch Demon Form spielen können, aber ich glaube, das ist mehr was für einen Bosskampf. Wenn der Boss gerade mal nicht angreift, kann man die spielen. Muss man dann eigentlich auch passend bekommen. So. Ah. Was machen wir denn jetzt? 10 Schaden, 14, 24. Passt sogar. Wunderbar. Wieder ein bisschen Gold gesammelt. Heavy Blade. Oh, das ist natürlich in der Kombination super. Dadurch, dass wir mehr Stärke bekommen. Sword Boomerang. Das ist halt random. Ja, kostet nur 1. Ist auch gar nicht mal so schlecht gegen einzelne Gegner, würde ich mal sagen. So als AOE eignet sich das einfach nicht, weil es eben zufällig ist, wer gerade die Schaden bekommt. Aber Heavy Blade klingt echt super. Heavy Blade dreimal. Das klingt schon gut. So, was ist hier für ein Event? Ein Kampf. Jawohl. Big Fish. ja, normal hätte ich jetzt Donut genommen. Aber wir brauchen die Heilung. Wir brauchen wirklich an der Stelle die Heilung. Lagerfeuer. Können wir uns wieder auf fast das Maximum hochheilen. Karte werde ich nicht aufwerten. Dafür haben wir einfach zu wenig HP. Und ja, dann könnte auch der Bosskampf klappen. So. Hier haben wir Demon Form. Und wir haben 10 Block. Das ist auch eine super Kombination am Anfang. Dann brauche ich nämlich keine Blockkarte spielen, die wir momentan sowieso nicht haben. Und dann kann Demon Form spielen. Das ist doch schon mal ganz nett. Ja, Brutality ist halt... Kann man... Ja, okay, ich spiele die jetzt mal. Dann kriegen wir eher, glaube ich, vielleicht die passende Karte, die wir brauchen. Kann man halt spielen oder sollte man spielen, wenn man noch genug Lebenspunkte hat. Und nach dem Bosskampf kommen wir eh auf einen neuen Level. Und dann haben wir wieder volle HP. So... Du hast irgendwas vor. Aha. Dual Wield, Reckless. Na, ja, Reckless können wir jetzt spielen. Und... Ja. Strike. Und ja, lassen wir das so. Ja, komm. Dual Wield will ich jetzt so nicht spielen. Ah, wir bekommen jede Runde 2 Stärke mehr. Das ist natürlich mächtig. Haha, da passt jetzt ganz gut Flame Barrier. Und einmal Defend hinterher. Dann haben wir zumindest 17 Block an der Stelle. Es tut jetzt trotzdem weh. Es könnte schmerzhafter sein. Heavy Blade, 35 Schaden. Das ist schon eine Ansage, ganz echt. Body Slam kostet ja 13. Das ist schon, ja, Heavy Blade. Bam. Strike hinterher. Du müsstest dich jetzt teilen, ne? War doch so, Split, genau.
So, und nun Heavy Blade 41. Das ist eine super Kombination mit der Demon-Form. Da wird Heavy Blade jede Runde immer stärker. Searing Blow haut auch gut rein. Ah, aber ich spiele trotzdem... Naja, was tun? Ich glaube einmal Defend, auch wenn es nicht allzu viel bringt. Und... Ja... Heavy Blade natürlich. Bam! Dann macht er auch keinen Schaden, sondern teilt sich auf. War doch super. Fast so, als hätte ich das geplant, aber auch nur fast so. 7 Schaden willst du machen? 11 Schaden. Dich können wir erledigen. 17 Schaden für eine Strike-Karte. Das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Die Mondform ist super. Die ist echt super. Da hatten wir echt Glück, dass wir die bekommen haben. Hätte auch sonst was sein können. Daubt war nochmal. Bekommen wir einmal Weak. Das ist halt nicht so toll. Spot Weakness. Ja klar, mehr Stärke. Flame Barrier. Okay, ja. Ja, spielen wir mal Flame Barrier. Wie viel hast du? 64. Naja, dann bringt dann Reckless Charge auch nichts. Soll er uns mal angreifen? Kriegen wir 7 Schaden, aber ist noch okay soweit. Zweimal Wound. Ist nicht so toll. Searing Blow. Whirlwind. Ja, na, 19. All 3, ja. Nehme ich doch gerne. 18, 36, ja, Whirlwind. Passt da auch super rein. Schade, konnten wir nicht ausschalten. Hat nicht ganz gereicht. Aber ihr habt nur 3 Lebenspunkte. Ist das zufällig, wie viel die bekommen? Die hatten doch sonst immer mehr, oder nicht? So, können wir hier auch Reckless Charge spielen. Und Strike hinterher. Also Dämonenform ist echt der dicke Gegnerkiller. Karte können wir in Bludgeon brauchen wir im Prinzip gar nicht. Kostet auch 3 Energie. Wir können uns selbst so stark mit Stärke wiederum buffen. Double Tap. Double Tap in Kombination mit... ja... Fiendfire. Nee, Double Tap ist... Double Tap ist schon eine Ansage. Jetzt müssen wir nur noch einen Energiepunkt mehr haben. Dann buffen wir hier den AOE und dann Double Tap. Bitte der AOE auch doppelt gespielt? Ich glaube ja. So, hier haben wir eine Kiste. Was bekommen wir denn? Ah, das ist wieder Ektoplasma. Da würden wir jetzt sogar dann genug... Energie haben. Lizard Tail, When You Would Die, ja, das kennen wir auch. Ist, ehrlich gesagt, ja, mein Problem ist halt, es ist einmalig. Weil alles andere wäre auch ein Witz. Black Star Elite, geben mir 2 Relikte, ist auch sehr mächtig, aber ich habe ja gesagt, ich möchte mehr Energie haben jeden Zug. Deswegen, ich verzichte da eher auf Gold und habe mehr Energie und kann eine Karte mehr spielen. Das ist halt für mich wirklich immer noch die beste Wahl. Das wird später interessant werden. Blackstar, hätten wir das ganz am Anfang bekommen irgendwie, dann ja, aber nee, ich nehme Ektoplasma. Bin Ektoplasma-Fan. Das ist wieder der zweite Akt, The City. Aber den fangen wir... im nächsten Video an. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.